Lasst uns mal ein bisschen reingehen hier. Ich habe gesehen, es gibt das Fanfragen-Video von Asche. Ich hoffe, das hat noch nicht jeder von euch geschaut. Denn da geht es auch um uns. Ne? Natürlich auch um den Beef, den ich mit Asche habe. Es ist leider natürlich hier alles sehr, sehr beeflastig mittlerweile. Ne? Die Haters haben recht. Die Haters haben recht. Beef ist am Start, meine Freunde. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, denn Kuba, der Einser, hat auf jeden Fall hier Fanfragen beantwortet bei TV Straßensound. Grüße gehen natürlich raus an Davut und sein Team. Und da geht es anscheinend auch um mich, ja, den Bogota Bubble CEO. Und wir gucken mal, was hier so geredet wird, ja. Denn wie wir alle wissen, haben Asche und ich ja jetzt Beef. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie hart er hier frontet. Okay, wir gehen rein, let's go. V-Straßen-Sound. Also, meine lieben Freunde, wir haben ein wundervolles Foto von Asche gepostet und haben sehr viele Fanfragen bekommen, von denen wir zum Glück viele im großen Interview schon beantwortet haben. Valentin, danke für die 200 Bits. Ja, ich freue mich schon auf das Geschenk. Birdie, danke für dein Tier 1, was geht ab? Der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt machen wir erstmal die Fanfragen, damit ihr euch alle am Ende nicht beschwert. Die erste Frage bzw. Aussage kommt von Score. Keine Frage, nur Liebe und Grüße aus China. Kennst du ihn? Der Rapper aus China. Der deutsche Rapper aus China. Der Score, so bei TikTok. Da macht man in den Fanfragen noch Eigenwerbung hier. Stark, Bruder, stark. Ist ja, der stark die Reihe? Ja, das habe ich mal gesehen. Ey, liebe Grüße zurück, ey, krass. Der ist auch, der rappt auch chinesisch und so. Ja, genau, genau. Ja, krasser Typ. Respekt, Alter, cool. Ich mach dir bald mal so einen Kampf. Lob und Respekt. Vorzong, er chinesisch, du deutsch. Das ist auch richtig. Geil. Der Rean Man, der Kollege von Favorite ist das, genau. Wieso hat der Favorite und Rean Man gedisst? X-Massaker 3, beste Grüße. Kommt da auch Fanfragen? Also Fan-Fan-Fragen oder was ist hier los? Hast du Favorite mal gedisst? Nein. Das ist ein Missverständnis. Das wüsste ich jetzt aber auch nicht. Hat der mal Favorite gedisst? Fällt mir jetzt auf Anhieb auch nicht ein. Ich habe sogar... Oder gab es eine Line? Ja, sehr wilde Fragen, Chat, ja. Safe. In Richtung Favorite bei X-Massaker 3? Nee, auf gar keinen Fall. Dann ist es auf jeden Fall ein Missverständnis. Also, Favs ist ein cooler Typ, ist auch... Ich habe ihn das letzte Mal auf der Alphagene 2 Tour gesehen. Ja, okay. Wann war die? 2019, 18? Ja, ungefähr. Und da habe ich ihn auch gesehen. War kein schöner Anblick. Und da kommt er sein Comeback von Faith. Der hat jetzt bald wieder so Zähne drinne und will das durchstarten. Das freut mich für ihn. Ich hoffe für ihn, dass es auch gut läuft. Und ich hoffe für ihn, dass er auch wieder so... Kolle hat ja letztens, glaube ich, wieder irgendwas mit ihm gemacht oder connected oder sonst was, habe ich gesehen. Also ich wünsche ihm das wirklich. Es ist ein... Ja, ich glaube, da gibt es sogar eine Aufnahme oder sowas, ja. Also die waren wohl... Also ich glaube nicht, die waren zusammen nicht im Studio, aber er hat ihm irgendwas geschickt für irgendeinen Song. Er hat so viel Steine in seinem Leben gehabt und so talentierter Typ und eigentlich ein sehr, sehr korrekter Typ, wirklich. Was heißt eigentlich... Das, ich kenne ihn nicht so natürlich intensiv wie andere, aber ich habe ihn kennenlernen dürfen und ich gebe liebe Grüße raus an Faith und ich hoffe für ihn nur das Beste für seine Zukunft. Safe, hundertprozentig. Der Jalous, Meinung zu Jalous, kennst du ihn? Ja, das ist ja aus Bochum. Digga, was sind das für Fanfragen? Ja? Gibt es jetzt auch mal eine Privatperson? Das ist auch ein Influencer, Jalous. Meinung zu sich haben. Ja, seine Meinung habe ich ihm letztes Mal schon gesagt, er ist Bella, männlich. Ist klar. Der Official White, warum disst Asche immer wieder Matrix? Liebe Grüße. Oh, gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Das ist ja auch etwas, wo ich dann auch immer so zwischen den Stühlen war. Ne? Hat ja auch Matrix auch auf Bogota zumindest gefrontet. Ne? Aber Spoiler Alert, das ist History wie der Asche-Track. Ich werde Matrix nicht mehr dissen. Ich habe das sehr sportlich gesehen. Und jetzt ist vor kurzem, ich habe ihm... Er wurde cherisiert auf jeden Fall, ja, es wurde cher gemacht. Ich habe ihm geschrieben, weil ich gehört habe, dass sein Vater verstorben ist. Genau. Und das ist keine leichte Zeit. Und bei solchen Sachen fange ich dann auch wieder an, ein bisschen vom Cyborg so ein bisschen menschlich zu werden. Okay. Und ich habe ihn auf jeden Fall geschrieben und habe ihm mein Beileid gewünscht und alles Gute für die Zukunft. Yunis, danke für den Sub. Also das Thema ist für mich gut. Safe. Auch natürlich mein Beileid. Das war auch immer nur sportlich gemeint. Also ich hatte nie ein persönliches Problem mit dem. Das ist einfach so. Also Battle Rap. Ja, also das war eigentlich auch mehr über einen Produzenten, ja, der, sagen wir mal, mal gut mit Matrix war, dann aber gut mit Asche und über Matrix, sagen wir mal, nicht das Beste gesagt hat oder sowas, ja. Weil er da irgendwie vor einer gefühlten halben Ewigkeit da mal nicht die besten Erfahrungen gemacht hat oder sowas. Und deswegen, ja, hat er da ein paar Mal so ein bisschen geschossen, aber es war ja auch nie irgendwie, dass er da auf Mutter gegangen ist oder sowas, ne, und deswegen, nee, es war nicht Sias.
Diesmal war es nicht Sias. Genau. Und ich habe halt auch mal so gesagt, ey, ihr habt so viel gemeinsam eigentlich. Ja, sind beides Fitness-Freaks, sind beides Jungs, die jetzt hier keine drogenverherrlichenden Songs machen oder sowas. Sind beide Leute auch, die versuchen halt self-made die ganze Zeit am Start zu sein, sich nicht möglichst eng an ein großes Major-Label binden zu müssen und so weiter. Also da wird halt auch viel so Selbstinitiative gezeigt, mit eigener Community aufgebaut, die dann auch sehr aktiv ist. Deswegen, die haben sehr viel gemeinsam, ne? Und deswegen finde ich auch super, dass die jetzt mittlerweile auch in Kontakt stehen und es dort nicht mehr zu Disses kommt an der Stelle. Jetzt fragst du dich selber, Aschko war der Einser, ne, ist ein Fanbestimmung von dir. Ist deine Single Stress kurz vor Gold? Schöne Grüße aus deiner WhatsApp-Gruppe. Natürlich nicht. Also bei aller Liebe, ja. Der Song ist sehr erfolgreich gewesen, aber von Gold ist er noch ein bisschen entfernt. Der hat, glaube ich, so 12 Millionen Streams oder sowas. Und dein Bruder? Hamburg war krass, danke für das Bild zusammen. Sehr gerne, Bruder Herz. Schöne Grüße an Aschko bei den Einser, den Yasin zurück. Leider habe ich das nicht so im Blick. Ich weiß, der Song hat 10 Millionen Streams. Ich glaube, der ist noch weit entfernt von Gold. Wenn kommt, dann kommt. Ja, so. Wenn kommt, dann kommt. Aschko war Support, ja, alles deine Supporter. Was sind deine Ziele in der Zukunft mit deiner Musik? Grüße von Erin. Schöne Grüße auch an die zweite WhatsApp-Gruppe. Das sind zwei verschiedene WhatsApp-Gruppen. Mhm. Auch an Erin, Aschkoba Support. Danke, Gates. Also ich habe vor, die nächsten 2-3 Jahre noch richtig Gas zu geben, musikalisch. Danke, Gates. Ich habe mein Ziel noch lange nicht erreicht. Ich habe noch sehr, sehr viel vor. Und ich habe noch sehr viel Großes vor. Und dadurch, dass ich ein Mensch bin, der, wenn Gott mir Gesundheit gibt und alles andere passt, werde ich noch sehr, sehr viel machen. Und sehr, sehr viele Fortschritte machen und sehr groß werden mit der ganzen Geschichte. Der YG971, Feature mit Farid Bang. Ist nicht in Planung, also ist aktuell. Ist nicht in Planung, das ist, genau. Ist das nicht in Planung, aber wir haben auch schon einen Song miteinander gemacht, also Offenes Verdeck. Das ist, glaube ich, aber auch schon ein bisschen was her, aber aktuell ist. Es war damals auch für Alpha Gene 2, wenn ich mich richtig erinnere. Das irgendwie nicht im Gespräch. Easy. Aber die Connection ist auf jeden Fall da. Ja. Der 06 Erik. Welches Feature wurde damals auf Rap wieder hart angekündigt und zensiert? Interessiert wohl sehr viele Leute hier. Danke, Gates. Wer war das? Schwierig, ne? Alpha Massaker 5. Danke für dein Team und was geht ab? Rap wieder hart. Das ist ein Feature, was eigentlich aufs Album sollte, aber nach dem Album kommt, weil ich die Single nicht aufs Album... Die mögen sich nicht sowas. Naja, ja... Wenn ich jetzt irgendwas sage in diese Richtung, dann klingt das auch wieder schlimmer, als es ist oder sowas. Deswegen sage ich mal einfach nichts. ...gepackt habe, weil dieser Song circa einen Monat nach dem Album kommt. Okay. Deswegen kann ich das noch nicht sagen. Okay, easy. Wird eine große Überraschung sein für viele. Aschkoba, der Einser, fragt, nimmst du generell fürs Gym Supplements? Wenn ja, welche? Was kannst du empfehlen? Ich nehme sehr wenig Supplements. Ich achte darauf, dass ich sehr viel über natürliche Nahrung zu mir nehme. Das Allerwichtigste. Viel Obst, viel Gemüse. Eine ausgewogene Ernährung an sich ist schon sehr, sehr wichtig. Das heißt, du kannst schon natürlich nicht so viel, wie du brauchst, so viel wie möglich versuchen, über natürliche Nahrung zu nehmen. Ich bin nicht, außer jemand überzeugt mich jetzt, dass er das Produkt hat und die Supplements überhaupt hat, aber aktuell auf dem Markt ist halt sehr viel Künstliches. Ne? Und ja, sehr viel Künstliches, auch sehr viel Schmutz, außer natürlich SEC Plus, meine sehr verehrten Damen und Herren, die besten Supplements in ganz Deutschland und auf der Welt überhaupt, ja. Matthias Clemens, bester Mann, bester CEO, bester Sponsor hier an der Stelle natürlich auch mit Marvin 10. Ja, gibt es 10% Rabatt auf alles im SEC Plus Store. Kauft euch das und supportet mich gleichzeitig. Bin ich euch sehr, sehr dankbar und weiter geht's. Und dann schauen wir mal. Wenn du auswandern würdest, wohin würdest du gehen? In die Schweiz. Schweiz? Viel zu teuer. Wenn es ein anderer Kontinent ist, entweder nach Australien. Weil du dort alle, du hast ja dort Sonne, du hast dort Melbourne, glaube ich, da kannst du Skifahren und so, da hast du alles auf einem Kontinent und du bist einfach ganz weit weg vom Sumpf. Hier. Australien kannst du komplett vergessen bei mir, Alter. Ich habe keinen Bock auf Teller, große Spinnen und alles, ja? Hast du auf jeden Fall abgekapselt. Ja, du kriegst einfach, wenn du nicht willst, glaube ich, nichts mit. Und natürlich, es gibt so USA und so weiter, war schon immer Traum, aber da muss man erstmal hin. Aber da werde ich dieses Jahr hinfliegen übrigens. Genau, du willst ja bald nach New York. New York. Ja. Genau, da ist auf jeden Fall Projekte geplant, ja, es werden Projekte geplant und da gucken wir mal, was dabei rauskommt. Schon mal in den USA? Nee, noch nie. Was erwartest du von der Stadt? Energy, ganz viel Energy, da ist ja auch Hip-Hop, Kultur, Burst. Oh, Kevmaster am Start hier, was geht, mein Hübscher? Schön auf jeden Fall auch, dass du es in den Backstage geschafft hast. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier auch die VIPs hier mit hinter die Kulissen nehmen zu können, das ist ja... Das Mindeste, was ich tun kann, ja, wenn es im Rahmen meiner Möglichkeiten ist, wenn es die Kapazitäten ergibt.
dann euch hier natürlich auch dementsprechend etwas zurückzugeben für euren ganzen Support hier, weil natürlich auch die VIPs, das sind ja, sagen wir mal, die Über-Supporter hier, ne? Deswegen freut mich das sehr. Schönes Labus, Digga. Day Place und so weiter. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Mhm. Der Amboss Schatz Tagon. Wie ist der Stand mit Marvin California? Oh. Ihr habt doch mal ein Feature gemacht. Diesen Bogota-Song. Ja, der war krass, oder nicht? Wie ist der Stand mit Marvin California? Ja, der war krass. Der war der krasseste sogar. Ja? Was? Wohin machst du das? Okay. Jetzt, weißt du, jetzt, wo wir die Technik endlich hinbekommen haben, stört der mich jetzt hier noch, ja? Was ich aber noch nicht gezeigt habe, by the way, Leute, ja, um die Frage noch ein bisschen länger herauszuzögern, das ist von Micha, ja? Von Micha 1987. Den Bre habe ich gestern auch kennengelernt, endlich. VIP natürlich hier auch schon seit mehreren Jahren. Der hat mir einfach einen 12 Jahre alten Deiten, ja, Single Malt hier geschenkt, ja, sehr, sehr edel, der leckere Tropfen hier. Vielen lieben Dank auf jeden Fall natürlich auch an Micha an der Stelle. Ihr habt doch mal ein Feature gemacht, diesen Bogota-Song. Der war krass, oder nicht? Aber der wurde ihm ja verboten, auf der Tour zu spielen. Nein. Ja, der wurde ihm verboten, komm, zu spielen. Ja, natürlich, ne? Der wurde mir verboten zu spielen. Ich durfte natürlich, wie ihr alle wisst, die auch auf den Konzerten waren, ich durfte ja hunderte Songs spielen. Ja, ich habe mein härtestes Set aufgelegt, aber explizit Bogota durfte nicht gespielt werden, ne? Ja, das war der Smash-Hit. Ich hoffe, ihr, also für alle Idioten, ja, ich hoffe, ihr merkt, dass wir hier einen Augenzwinkern mit reinschmeißen, ja? Ja, aber ich glaube. Schöne Grüße an alle. Ja, aber ich glaube, der Marvin hat ja auch auf diesem Song irgendwie gegen Animus gefeuert. Richtig. Aaron Beast Mode 4 ist natürlich ein harter Diss, ne? Und natürlich mag das Beast nicht, wenn man ihn disst auf seiner eigenen Stage. Ist ja auch verständlich, ne? Und so, und deswegen war das, glaube ich. Kann man die Line weglassen? Ja. Nee, ist alles nicht zu ernst nehmen. Ist alles gut. Ich, Hä? Wie alles gut? Ich dachte Arsch und ich, wir haben Beef. Das sagen doch szeneinterne User, sagen das doch die ganze Zeit, ja? Die sich so voll auskennen. Die auch gesagt haben, ich einen Song zwischen San Diego und Bushido initiiert habe, auf dem Asche gottlos gedisst wird. Wann kommt denn der eigentlich? Leute, ja, wenn ihr Idioten Reichweite gebt, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass Idioten idiotische Sachen von sich geben, ja. Opfer, Alter, mit was man sich hier rumschlagen muss, ja. Opfer! Opfer! Werd mich mit Marvin, glaube ich, in Bogota treffen. Bogota treffen? Ja, in Bogota. Macht ihr auch das nächste Interview in Kolumbien, habe ich gehört. Genau, wir treffen uns in Bogota, machen da ein Interview. Genau, so in Town Hall. Ja. Perfekt. Was haben wir, lieben Freunde? Ja, da wurde ihm gerade ins Wort gefallen. Wir werden uns natürlich planmäßig treffen, ja, sobald ich Luft habe und sobald der Einsache Luft hat. Ja, ne, somit sind wir hier natürlich auch mit der Frage durch. Wie ist der Stand zwischen uns beiden? Ist der harte Beef da auf jeden Fall? Na, selbstverständlich. Ich sag's nochmal explizit. Wirklich nochmal explizit an alle da draußen. Glaubt nicht irgendwelchen anonymen Internet-Rambos, die irgendeine Scheiße erzählen, ja, sondern prüft eure Quellen und wählt eure Quellen weise. Vielen lieben Dank und damit haben wir das Thema auch erledigt, okay?